Was ist, wenn Essen so richtig sexy ist? Hallo zusammen, ich bin heute wieder zu Besuch bei der lieben Hanna. Hallo! Und ja, wir kochen heute wieder zusammen. Es gibt eine weitere 10-Zutaten-Challenge. Wir haben wieder 10 Zutaten, wovon wir beide keine Ahnung haben. Also wir haben echt keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Die letzten Mal ist es ja immer gut gegangen. Oh ja. Mal schauen, ob es diesmal was wird. Schauen wir rein? Okay, schauen wir rein. Jo. Okay. Sieht gesund aus. Okay, also einmal, was ist das? Das ist Basilikum, genau. Der riecht sehr gut, ja. Dann Rucola. Okay. Ein Apfel. Apfel geht immer. Zitrone. Auch gut. Oh, achso, ich wollte schon den Käse anfassen, der ist aber nicht mehr verpackt. Oh, der glänzt so ein bisschen. Mhm. Ja. Und Gorgonzola? Ich hasse Gorgonzola. Ja, ist Gorgonzola, ne? Riecht so. Ich mag Gorgonzola. Dann bleibt mehr für mich. Ja. Dann haben wir hier Haselnüsse. Mhm. Mhm. Kichererbsen. Olivenöl. Und was ist das? Chinakohl? Nein. Spitzkohl. Spitzkohl, aber ich habe fast richtig, ich habe es fast richtig gehört. Bei uns in Österreich sagt man ja China und nicht China, China. Oder China. Chinakohl. Wie sagst du? China. Dann haben wir hier noch ein Maggi-Produkt, das für Gemüsebratling. Oh, das mag ich eigentlich gar nicht, Gemüsebratling. Echt? Doch, die sind echt lecker mit roten Linsen und Zucchini. Okay. Das ist ganz gut. Sind die saftig? Ich finde, die sind oft zu trocken. Ja. Trocken werden die oft, wenn du die nur im Backofen oder sowas machst. Man muss zuerst Linsen kochen. Mhm. Dann mit Zucchini und den Beutel halt quellen lassen. Irgendwie verunsichert mich das, dass das keine Soße ist. Ich finde es mit Soßen leichter. Ja, das stimmt. Aber das bindet quasi dann diesen Bratling zusammen. Apfel, Kichererbsen, Zitrone. Vielleicht auch Basilikum. Und dann willst du einen Salat machen, oder? Ja. Weißt du, dass man so als Gemüse Käse. So an. Aber kann man den Käse nicht zu den Gemüsebratlingen geben? Können wir vielleicht da reinfüllen, so als Käsekern. Ja, das wäre cool. Ja. Das wäre so richtig so ein... Das man so aufschneidet und dann läuft da der Käse. Ja. Ja, nicht der Cherry on top, sondern Cheese inside. Ja. Dann können wir die Nüsse anrösten, so. Dann den Spitzkohl, dann so ein Nuss-Spitzkohl-Gemüse, das so ein bisschen crunchy auch okay. ist. Okay. Ich bin irgendwann ausgestiegen bei Kichererbsen, aber ich assistiere dir. Mach einfach mal. Doch, ich glaube, das wird gut. Wir machen übrigens jetzt alle 2 Wochen eine 10-Zutaten-Challenge. Also, falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr einfach den Kanal abonnieren. Bisher war es auch immer lecker. Das war auch immer lecker. Ja. Bisher war es wirklich immer lecker. Ja. Ob das jetzt was wird, weiß ich allerdings nicht. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Wir haben gerade erfahren, dass das Rezept im Glas gemacht werden muss. Also was serviert. Ist natürlich, also ja, im Glas serviert. Ja. Nicht gemacht, sondern serviert, genau. Das macht es natürlich noch mal ein bisschen schwerer. Ja, das stimmt. Weil wir, ich weiß nicht, ob Bratlinge im Glas Sinn machen. Da steckt doch ein fieser Masterplan dahinter. Vielen Dank. Da wollte es uns jemand richtig schwer machen. Ja, ich bin jetzt auf deine Hilfe angewiesen. Isabella, rette uns! Also ich glaube, wir machen einfach trotzdem Bratlinge, weil irgendwie, ich weiß nicht, was wir sonst damit machen sollen. Aber die Nüsse könnten wir, da könnten wir welche von reintun in die Bratlinge. Ja. Finde ich. Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay, dann, also das hier zerdrücken. Ja. Das mache ich jetzt hier, die Kichererbsen. Genau, dann reib ich mal den Apfel. Okay. Ich glaube, ich mache nur einen halben Apfel oder so, dass wir einfach so viel davon brauchen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir so viel brauchen. Du willst dann quasi das Wasser des Apfels aufnehmen, richtig. Oder? Richtig. Mhm. Ich kann mit einer Zitrone schon hier. Verborgene Talente. Mhm. Ich kann ja beides eine halbe Zitrone jetzt zu den Kichererbsen. Oder, nee, du wolltest denn nur die Schale, oder? Ah, wir können auch beides, glaube ich. Weil ich würde eigentlich Zitronensaft nehmen, weil wir ein bisschen Flüssigkeit brauchen. Ja, das stimmt. So. Und der Apfel noch da rein. Fantastisch. Also das wird jetzt sicher nicht gut schmecken, so wie es jetzt gerade geht so. Ist. Ja. Apfel, Kichererbsen, Bratlinge. Wir hauen da jetzt noch Basilikum rein. Mit Basilikum und Nüssen und Gorgonzola. Das wird fantastisch. Also für sich schmecken diese Zutaten alle gut. In der Kombi allerdings, also gerade so Apfel und Kichererbsen hätte ich jetzt nicht kombiniert. So, Basilikum rein. So, und jetzt das Pulver dazu. Isabella, ich glaube, das passt, oder? Weil die müssen ja auch eine feste Konsistenz haben, damit wir sie gleich formen können. Das ist wahr. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube auch. Und dann würde ich jetzt noch fast ein bisschen was von den Nüssen dazu tun. Nochmal noch den restlichen. Ja, okay. Das war ein schönes Geräusch. Was ist, wenn Essen so richtig sexy ist? Oh. So. Ich glaube, vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir es auch mal 10 Minuten irgendwie ruhen lassen, dass es so ein bisschen quellen kann. Was machen wir in der Zeit? Spitzkohl. Party. Ach so, okay. So, dann schneide ich hier den Strunk mal raus. Wollen wir den roh lassen? Ich bin sehr am Überlegen. Der ist roh, glaube ich, sehr bitter, oder? Ich würde ihn kurz in Öl anbraten. Ja. Und den Rucola auch. Weißt du, wie geil Rucola schmeckt, wenn du ihn in der Pfanne anröstest? Ja,
Ich sag nein. Das ist so gut. Das, ja, das ist richtig, richtig, richtig gut. Das wird so, ja, wie so, ja, so kross, also wie, es zergeht auf der Zunge dann, wie, wie ganz dünne Chips. Okay, dann schneide ich dir jetzt einfach mal ein bisschen fein. Ich finde diesen Herd so geil. Ich auch. Okay, dann jetzt Öl in die Pfanne. Das heißt, den Spitzkohl anbraten und dann Rucola. Ja. Okay, dann zur Seite und dann können wir die Bratlinge formen. Dann schneide ich mal den Käse so in kleinere Stücke, dass wir den innen reinmachen können. Dann würde ich hier in der Mitte so ein Loch formen. Genau. Hier reinstecken. Und jetzt drumherum herum. Genau. Die Masse. Wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ja. Mhm. Ich wende mal unseren Kohl. Fändest du es übertrieben, wenn wir noch ein paar Nüsse zu dem Kohl machen? Nee, finde ich nicht übertrieben, finde ich sogar sehr, sehr gut. Soll ich den Rucola schon reinmachen? Ja, machen einfach dazu. Okay. So, okay. Ich glaube, ich mache da mal ein bisschen Zitronensaft drin. So, ich mache jetzt noch mal ein bisschen was von der Schale mit da rein, von der Zitrone. Ich würde vorschlagen, dass wir den Spitzkohl und Rucola jetzt schon ins Glas tun. Würde ich auch sagen. Das wird dann so eine Art Salatbett. Dadurch, dass es keine Soße ist, geht es, glaube ich, ganz gut. Ja. Wir dürfen kein Salz benutzen. Ob das jetzt schmecken wird? Also das einzig Salzige ist der Käse. Ja, das stimmt. Und in den Bratlingen. Genau, in den Bratlingen haben wir auch Salz. Fitnesstraining bei Hanna. So, reicht. Dann jetzt die Bratlinge. Die Bratlinge. Tschüss. Wie kann ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Du stehst den ganzen Tag im Job in der Küche und kreierst neue Rezepte. Nicht ganz. Also ich bin den halben Tag im Büro und den halben Tag irgendwie in der Küche. Also das ist immer ganz cool, weil es halt so abwechslungsreich ist. Ja, also ich betreue halt auch unsere Facebook-Seite, lese immer alle Kommentare und entwickle halt auch die Rezepte, die wir dort posten. Das heißt, du hast eigentlich mittags dann immer was zum Essen von dir Oha. Ja, oha. Scheiße. Oh shit. Ja, irgendwie ist die Konsistenz leider zu weich. Es hält nicht so gut zusammen. Wir sind uns ein kleines bisschen verbrannt. Wir geben es zu. Ein bisschen aber nur. Aber ein bisschen Röstaroma hat noch keinen geschadet. Aber was ich wirklich geil finde, ist, dass der Käse innen so schön geschmolzen ist. Und der tritt ganz leicht raus. Ja. Ja, wir könnten es probieren. Isabella, was meinst du? Okay. Das schmeckt lustig. Nicht schlecht, ne? Nee, nicht schlecht. Aber es schmeckt halt super weird. So ein bisschen matschig irgendwie. Und ist nicht ganz durch. Mm-mm. Und das ist nämlich das Problem, was ich auch oft habe mit Gemüsebratlingen. Ist leider nicht ganz durch geworden. Wir hätten die kurz anbraten müssen und dann nochmal in den Backofen für 10 Minuten. Dann wären die verbraucht. Aber das Rezept ist nicht schlecht. Kann man mal machen. Mit Apfel und Kichererbsen? Ja. Why not? Okay, dann jetzt den Spitzkohl. Schmeckt gut. Ja. Nicht gewürzt. Dafür schmeckt er echt gut. Und eine Kombi. Ja. Kann man auch machen. Auch mit dem Kühlschrank finde ich eigentlich auch ganz gut warm. Mit das schmeckt echt interessant. Ja, das ist halt irgendwie was anderes. Ja. Also, vorher auf jeden Fall noch nicht so gegessen. Nee, ich kann doch irgendwie nicht aufhören. Wir machen übrigens jetzt alle 2 Wochen eine 10-Zutaten-Challenge. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach hier auf Abonnieren klicken. Genau, oder noch mehr Videos einfach hier anschauen. Zuerst hier und dann hier. Und dann hier und dann. Und vielleicht auch beides irgendwie auf jeden Fall. Tschüss.